the name of the winner from Switzerland, number 133, Jacqueline Fuchs. So, einen wunderschönen guten Morgen aus Madrid. Hier zu meiner Seite ist die Goldmedaillengewinnerin der Frauen-Bodybuilding-Klasse. Herzlichen Glückwunsch, Jacqueline Fuchs. Danke dir, auch guten Morgen. Jetzt die Leute in Deutschland und wahrscheinlich auch außerhalb der Schweiz, die hatten dich noch nicht so auf dem Schirm. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie so deine Contest-Historie ist, was du so alles schon mal gemacht hast. Ja, das ist so, eigentlich komme ich aus dem Kampfsport. Was ist das für ein Kampfsport gewesen? Ich habe 20 Jahre im Thai-Boxen mich durchgekämpft. Habe da viele Kämpfe bestritten, also 60 Kämpfe insgesamt. War auch Weltmeisterin dort im Thai-Boxen. Habe sehr viel gekämpft in Thailand. Bin dann vom professionellen Thai-Boxen ins Profi-Boxen gewechselt. Und habe da mich noch 2 Jahre durchgekämpft. Und bin dann eigentlich letzte Station jetzt zum Bodybuilding gekommen. Also gerade so Kampfsport, wenn es so geht, dann Frau gegen Frau ist es ja, da muss man ja auch den inneren Schweinehund irgendwann besiegen. Es tut alles weh und trotzdem will man ja gewinnen. Ist das so eine Mentalität, die einem beim Bodybuilding dann auch weiterhilft? Oder würdest du sagen, ja, das Bodybuilding, was die sich alle beschweren, das ist ja gar nichts im Vergleich dazu, wenn man mal so ordentlich die Fresse poliert bekommt? Nein, also ich muss sagen, es hilft mir sehr, der Kampfsport. Also grundsätzlich das Kämpfen und die Disziplin, das kann ich alles im Bodybuilding sehr gut gebrauchen. Und ich muss sagen, es ist eine andere Härte im Bodybuilding wie im Kampfsport. Also, dass es vielleicht auch so zieht? Ich meine, beim Kämpfen weiß man hier, jetzt ist irgendwann der Kampf also, dann zu Ende. Ich sage immer, ganz einfach ist es. Wenn du gekämpft hast oder du hast irgendwie, ich sag mal, blaue Flecken oder Schmerzen oder du hast ein härtes Training absolviert, dann kannst du nach Hause gehen, kannst du einen Kuchen reinziehen, sage ich jetzt mal, oder eine Schokolade. Und beim Bodybuilding ist ganz klar, du machst monatelang Diät, du hast, also ich praktiziere das so, sehr saubere Ernährung und ja, da kannst du dir nichts erlauben. Und das ist das speziell, was mir auch im Bodybuilding gefällt, also ja. Jetzt, gestern war ja der Wettkampf gewesen, jetzt ist, denke ich mal, die Saison ja gelaufen. Da gab es dann aber schon mal so einen kleinen Kuchen, oder? Einen kleinen Kuchen? Einen großen Kuchen? Mit der Goldmedaille hast du ja jetzt auch die Möglichkeit, die Pro-Card zu bekommen. Und ist dann auch sicherlich das, was du als nächstes machen wirst. Hast du dir schon mal so den Kalender angeguckt, was so der Wettkampf sein könnte, wo du dein Profi-Debüt gibst? Also das ganz Spannende ist eigentlich, ich habe mir da noch gar keine großen Gedanken gemacht, weil ich bin jetzt wirklich ganz neu in dieser Szene gelandet. Ich mache jetzt seit 2 Jahren Bodybuilding und ich lasse das mal auf mich zukommen. Aber du hast schon vorher für den Kampfsport trainiert oder hast du erst seit 2 Jahren? Nein, also meine Geschichte ist eigentlich so, dass ich mit 12 Jahren mit den ersten Hanteln angefangen habe zu trainieren. Mit meinem Vater in einem Fitnesscenter und das Lustige ist, in den 80er Jahren wurden oft im Fernsehen Bodybuilding-Meisterschaften übertragen im Fernsehen und das hat mich immer fasziniert als junges Girl. Ja, in der Schweiz. und ich war schon immer irgendwo fasziniert von Gewichten und athletischen Körpern und man hat mir das auch immer im Kampfsport nachgesagt, meine Muskeln, ich sei sehr ausgeprägt und so weiter. Und ja, das hat mich jetzt irgendwie mehr inspiriert noch. Ja, das ist aber schon ein ganz schöner Kickstart, oder? Bist dann nach Madrid gefahren und dachtest dir, naja, also so ganz vorne mit dabei bin ich auf jeden Fall? Oder dachtest du dir eher, das erste Mal, man weiß ja nie, ob man überhaupt so die Vergleiche bekommt, ob man überhaupt beachtet wird? Ja gut, also für mich ist schwierig, weil ich habe mich noch nicht so oft auf der Bühne gesehen. Und also mein Ziel war grundsätzlich, meine Form zu verbessern vom letzten Jahr und einfach das Beste zu geben, was ich jetzt alles hintrainiert habe. Und das habe ich erreicht. Dass es der erste Platz wird, mit dem hätte ich gar nicht gerechnet. Ja gut, also man hat das schon gesehen, dass du aus dem Feld sehr herausstichst. Und also Gratulation an der Stelle nochmal. Wir verfolgen natürlich dann auch fleißig, wie es dann bei dir weitergeht und Profidebüt und so weiter. Ja, schauen wir super. Mal. Also ich freue mich, was alles, was noch kommt und Vollgas, würde ich sagen. Jacqueline Fuchs, Dankeschön. Danke euch, merci.
Jacqueline Foods from Switzerland.